dieser Sog zog mich wie nach oben und auf einmal war ich wie außerhalb von meinem Körper. Ich sah mich von oben, wie, ja, wie man mich operiert hat eigentlich. Und ich habe dann nicht verstanden, warum sehe ich mich jetzt von oben. Sie sind als therapeutische Yoga-Lehrerin, Kraniosakraltherapeutin und auch in anderen therapeutischen Bereichen tätig. Und der Grund für Ihre gesundheitsbezogenen Tätigkeiten liegt in einer Nahtoderfahrung, die Sie als junge Frau erlebt haben, nachdem eine Routineoperation im Krankenhaus gründlich schiefgegangen ist. Bitte erzählen Sie uns, was sich damals zugetragen hat. Also, ich war zuerst Floristin, bevor ich all die anderen Ausbildungen gemacht habe. Und das ist zu meiner Lehrzeit geschehen. Ich hatte damals starke Bauchschmerzen und ich konnte nicht mehr stehen. Da habe ich meinen Freund angerufen, der kam mich dann holen und wir gingen ins Spital. Und da hat man festgestellt, dass ich eine 5 cm große Ovarialzyste habe, die, wie Sie gesagt haben, sofort operieren, also man musste die sofort operieren, weil die Gefahr bestand, dass diese Zyste um sich selbst dreht und so die Blutzufuhr zum Eierstock abklemmen würde. Und ich hatte da keine große Wahl, ich musste da bleiben. Und die haben die Operation dann durchgeführt. Mir wurde auch gesagt, dass das eine Routineoperation ist und dass ich am nächsten Tag wieder nach Hause kann. Und während der Operation hat der Chirurg leider umliegendes Gewebe vom Darm verletzt. Und das hat dann Nachblutungen gegeben, die man nicht sofort gemerkt hat. Aber einfach nach ein paar Stunden hatte ich wahnsinnig starke Schmerzen. Und mir wurden dann einfach noch mehr Schmerzmittel gegeben, bis ich wirklich fast ohnmächtig geworden bin und sie dann auch geschaut haben, dass mein Hämoglobinspiegel sinkt und haben sich dann für eine zweite Operation entschieden. Bei der zweiten Operation haben sie den Fehler gemacht, noch einmal mit Laparoskopie zu operieren. Das ist so minimalinvasiv, da werden nur kleine Scheren und eine Kamera benutzt. Und der Bauch wird aufgebläht mit Gas, damit man besser arbeiten und sehen kann. Und das war eigentlich der Fehler, eben diese Technik zu benutzen, noch einmal bei schon verletzten Gewebe. Mhm. Und das hat dann durch den Druck das eben bereits verletzte Gewebe noch mehr verletzt. Und da kam es eigentlich zur Katastrophe, dass dann so fest geblutet hat innerlich. Sie haben mir versucht, das Blut, also halt Ersatzblut reinzugeben oder reinzulassen. Und es ist eigentlich schneller rausgelaufen, als man es reintun konnte. Also mein damaliger Lebenspartner war auch dabei und er hat gesehen, wie sie mit der Nierenschale das Blut vom Bett aufgefangen. Also zur Katastrophe kam es nicht schon während der Operation, sondern danach? Beides. Also es war während der Operation und dann halt einfach danach hat es so rausgeblutet. Und weil sie diese Blutung nicht wirklich stoppen konnten, musste ich verlegt werden, notfallmäßig, in ein anderes Spital. Und beim Übergang, wo ich in den Krankenwagen verlegt wurde,
habe ich gemerkt, dass ich sterbe. Also ich wurde immer leichter, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Und ich wusste also wie innerlich, dass ich jetzt sterben werde. Und man hat mich auch immer wach gehalten, also versucht wach zu halten, indem sie mir auf die Wange geklopft haben und immer gesagt haben, bitte schauen Sie uns an und reden Sie mit uns. Und ich hatte wahnsinnigen Durst und ich durfte nichts trinken, das kann ich mich noch erinnern. Und wir sind dann mit der Ambulanz, auch mit Blaulicht, direkt ins nächste Spital, also in ein größeres Spital mit Intensivstation gefahren und gleich unterirdisch, rein wie im Film. Ich habe das auch noch nie so erlebt. Aber ja, und ich habe dann einfach nur noch gesagt, ich möchte nicht sterben, weil ich habe wirklich gemerkt, ich sterbe jetzt. Und da gehen einem so Sachen durch den Kopf wie, meine Eltern waren in den Ferien, ich sehe die nicht mehr. Und ja, ich habe eigentlich dann auch gemerkt, dass ich in meinem Leben immer versucht habe, es allen recht zu machen. Also ich war eine brave Schülerin, würde man so sagen. Und habe eigentlich noch, mir wurde bewusst, dass ich noch gar nicht wirklich gelebt hatte in diesem Moment. Und ja, und als ich da reinkam und eigentlich eben sehr schnell wieder in Narkose versetzt wurde, wurde mir dann ein Bauchschnitt gemacht mit dem Skalpell. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich trotz der Narkose wach war und auf dieses Skalpell geschaut habe und einfach gesehen habe, wie sie mich aufgeschnitten haben. Ich hatte aber keine Schmerzen. Es ist einfach, es war halt trotzdem für mich irgendwie schockierend, das zu sehen, wie die Haut da aufgeschnitten wird. Und ich habe geschrien oder gesagt, ich bin wach. Also so, ich wollte sagen, ich sehe das. Und anscheinend habe ich wahrscheinlich auch meinen Kopf ein bisschen hochgehoben. Und ich habe dann gemerkt, wie eine Hand kommt und wie sie mir den Kopf nach hinten gedrückt haben. Und dann kam eine Maske und da war ich wieder weg, also wurde wieder dunkel. Und dann kam ich so wie ein Sog rein. Und dieser Sog zog mich wie nach oben. Und auf einmal war ich wie außerhalb von meinem Körper. Ich sah mich von oben, wie, ja, wie man mich operiert hat eigentlich. Und ich habe dann nicht verstanden, warum sehe ich mich jetzt von oben. Ich habe genau gesehen, eben, dass die Leute versucht, also dass das mein Körper ist und dass die da was machen, dass die operieren. Und ich habe auch die Gedanken von den Menschen wie wahrgenommen. Und ich habe dann auch wie, also ich war wie bewusst und konnte denken und habe gedacht, ja, was ist jetzt, bin ich jetzt tot? Oder, aber mir geht's ja gut. Also ich hatte keine Schmerzen und ich habe mich eigentlich gut gefühlt. Und dann wollte ich wie sprechen, weil ich ja die Gedanken wahrgenommen habe, wollte ich wie mit den Ärzten reden und sagen, ja, mir geht's gut, ihr könnt aufhören. Was waren das zum Beispiel für Gedanken, die Sie wahrgenommen haben? Ja, also eine Frau, die war sehr besorgt, die Männer weniger, die hatten sich einfach konzentriert. Ein Mann, der hatte Gedanken über Fußball. Also, es war noch speziell. Ja, jeder hat sich wirklich anders gefühlt. Und, aber bei einer Frau habe ich wirklich gefühlt, dass sie in wirklicher Sorge war um mich. Und der Arzt, operiert, der war sehr konzentriert. Und, wie haben Sie diesen Blick auf sich selbst erlebt, wie man sich im Film sieht oder im Spiegel sieht? Oder hatte das eine ganz andere Qualität der Wahrnehmung? Also, es hatte wie beide Aspekte. Also einerseits konnte ich sehen, wie wenn ich Augen habe, aber mit einem viel weiteren Blickwinkel. Also der Blickwinkel war wie unendlich. Und ich hatte aber keinen, also
vielleicht wie so eine Körperhülle, aber nicht einen materiellen Körper. Ich bin da wie einfach, ich bin wie geschwebt halt. Aber sonst eben die Qualität von der Wahrnehmung war viel feiner und viel klarer und viel intensiver, als einfach auch viel direkter. Es ist wie, und auch wenn ich irgendwie nur gedacht habe, wenn ich an etwas gedacht habe, war ich schon, also zum Beispiel, ich gehe jetzt zu dieser Person, dann war ich wie schon dort. Also ich konnte auch sehr schnell mich fortbewegen. Und das war natürlich schon speziell, aber so vom Bewusstsein, also vom Denken her, konnte ich genau gleich denken, wie ich jetzt zum Beispiel denke. Es ist einfach, die Wahrnehmung war viel direkter und klarer. Wie ging es dann weiter? Ja, ich war dann eben erstaunt und auch ein bisschen schockiert, weil ich dachte, bin ich jetzt tot? Und das konnte mir wie niemand beantworten. Und dann komme ich so in einen, auch so ein bisschen Schreckzustand war es. Und genau in diesem Moment wurde es wieder dunkel und ich kam wieder so in einen Sog rein. Und dann sah ich wie mein Leben wie in einer Retrospektive. Diesmal war es wie ein Film, wie Sie sagten, von dem damaligen Zeitpunkt bis zu meiner Geburt sah ich alle einfach emotionalst bedeutendsten oder berührendsten Momente, die ich erlebt hatte in meinem Leben. Also vor allem die mit Liebe, also viel Liebe involviert war, wo wir einander berührt haben, so in Situationen. Und also negativen Erlebnisse hatte ich jetzt keine in dieser Retrospektive, außer der Geburt. Aber ich hatte zum Beispiel einen sehr bedeutenden Moment erlebt, wo ich habe einen Vater, der aus Italien stammt. Und der hat eine sehr schwere Kindheit. Der musste mit 13 Jahren bereits in die Schweiz, also seine Familie, verlassen. In der Schweiz war ein Onkel und er musste hierhin zum Arbeiten, weil in Italien war seine Mutter alleine mit 7 Kindern. Und er musste einfach das Geld nach Hause schicken. Und mein Vater, wie ich ihn als Kind erlebt habe, war sehr kalt. Also der konnte mich nicht umarmen oder er konnte auch nicht mir Nähe oder Geborgenheit geben. Und der hat zum Beispiel auch nie mit uns gespielt. Oder einfach dieser Austausch, den man mit Kindern hat, hat einfach gefehlt. Und ich wusste als Kind nie genau, warum das so war. Für mich war es einfach traurig, weil ich das bei anderen Familien halt auch anders beobachtet hatte. Aber genau in diesem Moment, in diesem Lebensfilm, habe ich eine Szene mit meinem Vater erlebt, wo er nach Hause kommt. Und ich war noch ein Baby, ich war gerade so alt, ich hatte meine ersten Schritte gemacht. Und das war, also es war schönes Wetter, es war wahrscheinlich Anfang Sommer. Ich saß draußen auf einer Wiese, es war so ein kleiner Hang nach oben. Und er kam nach Hause mit dem Auto und ich konnte schon wahrnehmen, das ist mein Vater. Und ich hatte Freude und ich konnte auch schon seine Freude spüren, mich zu sehen. Und dann ist er ausgestiegen, ist mir entgegengelaufen und ich habe mich umgedreht und wollte zu ihm gehen. Und das waren eben meine ersten Schritte, die ich gemacht hatte. Und ich bin aufgestanden und das habe ich wirklich noch einmal erlebt. Das war ich auf einmal doppelt so groß und das war alles wahnsinnig wackelig. Und er kam dann schneller zu mir entgegen und hat mich unter die Arme gegriffen und mich so hochgehalten. Und da habe ich seine Freude gespürt und seine Liebe. Der war so stolz in diesem Moment, dass ich die ersten Schritte zu ihm gemacht habe. Und da habe ich ihn wirklich, also seine wirklichen Gefühle
gespürt und da habe ich auch gespürt, dass er mich liebte halt. Was ich physisch sonst nie in meinem Leben in der Kindheit mit meinem Vater erlebt hatte. Und dieser Moment war für mich wahnsinnig wertvoll, weil ich habe in diesem Moment nicht nur seine wahren Gefühle zu mir wahrgenommen, sondern auch wie verstanden, warum er so war, weil in diesem Moment waren viel mehr Informationen drin. Also es war wie eben, ich konnte seine gesamten Gefühle wahrnehmen. Und nicht nur meine, sondern ich war wie beide in diesem Moment. Also, und das ging dann eben weiter noch mit anderen Personen. Ich war wie in diesen Situationen einfach, hatte ich beide Gefühle. Sie hatten also immer auch Einblicke in die Biografien der Menschen, denen Sie verbunden waren? Ich kann nicht sagen in das ganze Leben, aber wie in eine Information, warum man so ist, wie man ist. Das ist einfach so wie ein Gesamtgefühl. Das, ja, speziell, das kann man fast wie nicht in Worte fassen. Und eben dann, das ging dann weiter bis zur Geburt. Und die Geburt habe ich auch noch mal miterlebt und die war nicht so schön. Also da konnte jetzt niemand was dafür, aber meine Mutter ist bei meiner Geburt fast verblutet und auch fast gestorben. Und da habe ich auch alle halt einfach Gefühle wahrgenommen von meinem Vater, meiner Mutter. Ich konnte das wie auch beobachten und mich selbst auch. Und dann ging es weiter, also nach der Geburt wurde es dunkel wieder und da komme ich wieder in einen Sog. Und von dieser Dunkelheit aus habe ich wie etwas gespürt an meinem Körper, und zwar das war am Bauchnabel und an der Brust, wie als wäre hier eine Schnur angemacht, hat mich das nach oben gezogen, also ziemlich schnell, oder wie wenn das eine magnetische Anziehungskraft wäre, einfach so nach oben, und mein Körper hing dann so nach hinten, also meine Arme und meine Beine, die hingen einfach, und ich wurde so wirklich nach oben gezogen, wie mit einer magnetischen Anziehungskraft, und da oben war ein Licht, und dieses Licht, das war zuerst klein, und das wurde mit der Anziehungskraft immer größer, ich wurde in dieses Licht gezogen und habe mich dann in dieses Licht wie aufgelöst. Also ich spürte auf einmal meine körperlichen Grenzen nicht mehr. Das war wie, wenn man in schön warmes Wasser rein, oder wie Wachs, es war nicht mal wie Wasser, es war ganz fein, wie Wachs habe ich mich da aufgelöst. Und das war ein wunderschönes Gefühl. Also ich, das auch mit dem Ziehen, das Herz ging richtig auf und da strömte so viel Liebe aus mir und auch in mich, das war wie ein riesiger Austausch oder ein Angezogensein und mich ausdehnen in dieses Licht, und das war unbeschreiblich schön. Die Gefühle, die ich da hatte, hatte ich vorher noch nie, also hier in meinem Leben. Es waren, wenn ich das beschreiben müsste, einfach einzelne Gefühle, die man hier hat, aber die Gefühle dann alle zusammen. Also das war wie eine Gefühlsexplosion, wenn man das so sagen kann. Und das waren Gefühle von eben Angezogensein, Liebe, purer Freiheit, sich auflösen und ich sage auch ein bisschen, es war wie ein Orgasmus auch, also es ist wirklich wie eine Gefühlsexplosion, in der man sich vollkommen hingibt und auflöst. Und das ist eigentlich nicht in Worte zu beschreiben, weil das ist so unglaublich schön. Ja. Ich möchte noch mal kurz auf den Lebensfilm zu sprechen kommen. War das tatsächlich eine chronologische Abfolge von Ereignissen bis zurück zur Geburt? Also es ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, ich habe jetzt nicht mein ganzes Leben gesehen, sondern einfach nur Momente, wo ich in tiefster Liebe mit Menschen erlebt habe. Also da war zum Beispiel auch meine Eltern haben sich regelmäßig mit einem Mann getroffen in einem Restaurant,
Und der hat mich wahnsinnig geliebt als Kleinkind und der hat mich immer auf den Arm genommen und auch an sich gehalten. Es sind einfach solche Momente, das ist, die sind nicht materiell. Es ist einfach, ich habe die wahnsinnige Liebe gespürt, die wir geteilt haben. Und das ist, ja, das, diese Momente, die sind gekommen. Nicht als ich mein Fahrrad erhalten hatte, oder sind die, das war es nicht. Einfach diese Liebesmomente. Das zeigt wahrscheinlich auch, was die wirklich wichtigen Momente im Leben sind. Wahrscheinlich, ja. Also für mich ist das so, ja. Wie endete Ihre Nahtoderfahrung? Also, ich wäre natürlich gerne in diesem Licht geblieben, weil es, wie gesagt, das Schönste war, was ich je erlebt hatte. Aber ich hatte da auch keine Kommunikation in diesem Licht. Also, ich wurde einfach auf einmal wieder zurückgezogen und dann wurde es wieder dunkel, einfach wieder in diesen Sog, einfach zurück. Und ich bin dann einfach wieder in meinem Körper aufgewacht. Also ich bin im Spitalbett aufgewacht und kann mich noch erinnern, dass eine Reinigungskraft neben mir war und den Boden geputzt hat. Und ich wusste eigentlich gar nicht, was geschehen war. Also ich konnte mich klar stark an dieses Erlebnis erinnern, aber jetzt war ich eben auf einmal wieder in meinem Körper und konnte es gar nicht einordnen am Anfang. War Ihnen die Nahtoderfahrung sofort bewusst, als Sie aufgewacht sind, oder wurde Ihnen die Dimension dieses Erlebens erst später klar? Also ich habe es nie in meinem Leben vergessen, auch nicht natürlich, als ich da aufgewacht bin, weil das ist so unglaublich stark. Aber in diesem Moment, ich war 19 Jahre alt, ich hatte keine Ahnung von Nahtoderfahrungen. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Also, ich hatte keine Ahnung, was das war. Also, ich konnte es auch nicht einordnen. Für mich war es einfach, ich hatte wie eine andere Realität erlebt und wachte dann wieder in einer anderen Realität auf. Und ich war einfach total verwirrt am Anfang. Ich konnte es nicht einordnen. Haben Sie mit irgendjemandem darüber sprechen können? Also, ich versuchte dann, zuerst, als mich die Ärzte besucht haben, versuchte ich das zu erzählen. Und die haben mir einfach zugehört, aber sie haben nichts gesagt. Also ziemlich bald darauf kamen meine Eltern in den Raum und da habe ich gemerkt, dass ich diese Wahrnehmung von den Gefühlen wahrzunehmen von den anderen Menschen, dass das immer noch da ist. Weil die hatten einen riesen Schock, als sie mich gesehen hatten, weil ich hatte 10 Kilo Wasser im Körper und ich, also mein Körper, also meine Glieder sahen aus wie eine Tomate. Das war alles aufgedunsen und die Haut war wie glasig, blau und ganz, eben ganz wässrig. Und ich konnte mich nicht bewegen, also ich konnte zum Beispiel meine Hände nicht bewegen, meine Arme, meine Beine nicht bewegen. Und eben als sie mich gesehen haben, meine Eltern, die hatten einen Riesenschock. Und diesen Schock habe ich auch gefühlt. Und das tat ihnen auch weh und mir auch. Und ich habe diesen Schmerz wie nicht ausgehalten am Anfang. Weil ich konnte ja nichts machen, ich habe das einfach so wahrgenommen. Und ich habe damit einfach reagiert, ich wollte irgendwie mich und sie schützen und habe dann gesagt, bitte geht raus. Natürlich habe ich sie dann später wieder reingelassen, aber das war wie einfach eine, ja, ich konnte eben mit dem am Anfang auch nicht umgehen, weil das war auch für mich total neu. Und die Ärzte sind dann mit meinen Eltern wieder reingekommen, haben sich da hingesetzt und wir haben dann darüber geredet und die Ärzte meinten dann einfach nur, sie braucht ein Beruhigungsmittel. Und da meine Mutter Pharmaassistentin war und meine Eltern auch wussten, dass das, was ich gesagt habe, stimmte, weil das haben sie ja auch miterlebt. Sie kannten diesen Mann.
Sie hat, meine Mutter hat zum Beispiel dann gesagt, ja, das kannst du gar nicht wissen, du warst damals noch ein Kind, also noch ein Baby. Und der Mann, der ist kurz danach an Krebs gestorben, also ich kannte den eigentlich später auch gar nicht mehr. Aber ich konnte den genau beschreiben, wie der ausschaut und welches Restaurant das war, wo sie gesessen waren, das habe ich alles ganz genau gesehen. Und ich glaube, deshalb hat sich meine Mutter dann eingesetzt, damit ich diese Medikamente nicht erhalte, weil sie hat dann gesagt, nein, ich möchte nicht, dass sie die Medikamente geben, weil ich habe das Gefühl, das, was sie sagt, stimmt. Und die haben das dann einfach so gelassen. Also ich durfte dann auch, also mir wurde auch psychologische Hilfe angeboten, wo ich darüber reden durfte. Aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass das auf Unverständnis stößt. Genau. Also die wussten auch nicht, was sie mit diesen Informationen anfangen sollten. Und da es von Anfang an eigentlich auf Unverständnis gestoßen hat, habe ich dann auch nicht mehr weiter erzählt. Also ich habe es dann einfach weggelegt, so gut ich konnte. Aber das hat mich natürlich innerlich immer, ich habe das nie vergessen. Wie ging es nach der Operation körperlich weiter? Hat es lange gedauert, bis Sie wieder fit waren? Also ich war zuerst 2 Wochen bettlägerig. Wie gesagt, ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte eine Therapeutin, die mir das ganze Wasser immer rausmassiert hat, und also damit das aus dem Körper rausschwemmt. Später, als ich dann aufstehen durfte, fühlte es sich an, als würden meine Eingeweide, also der Darm rausfallen. Also ich musste das richtig so halten, weil die haben mir ja den Darm rausgenommen und wieder, also zweimal, und wieder reingetan. Und das ist ja meterlang, das kann man auch nicht genauso reintun, wie das vorher war. Und durch das entwickelte ich nach 2 Jahren, entwickelte sich eine Organsenkung. Also das kann man sich vorstellen, Speiseröhre, Magen, Darm, ist alles wie ein Schlauch, der sich dann nach unten setzt, wenn man eben nicht eine genug starke Bindegewebe und Bauchdecke hat. Und ich bin dann immer auch so gelaufen, also eigentlich schlechte Haltung auch. Ich war auch ängstlich, weil eben, ich war noch jung. Ich habe mich sehr schlecht erholt, und ich fand auch die Therapien, ich habe sehr viele Therapien ausprobiert, und es hat nichts wirklich geholfen, weil ich auch einen Zwerchfellbruch danach erlitten, eben durch diese Organsenkung, und mit dem Zwerchfellbruch noch eine Hiatushernie, also diese Magenklappe hat es dann angerissen, und da hatte ich immer Speiseröhrenentzündungen. Also ich habe wahnsinnig gelitten danach. Also 7 Jahre ging es mir wirklich nicht gut. Und ich habe alles ausprobiert. Ich wollte sogar sterben. Also nicht, dass ich jetzt mir das Leben genommen hätte, aber es ging mir so schlecht. Also ich hatte auch keine Lebensqualität, weil ich eben weder essen noch schlafen konnte. Und ich halt auch wusste, wie schön das Sterben war. Und da habe ich mir manchmal gewünscht, ich wäre lieber tot gewesen. Also als ich wollte wie nach Hause. Für mich war das Sterben halt damals wie, ich ging wie nach Hause. Und ich wollte wieder eigentlich das, was ich danach erlebt hatte, war eigentlich nur Schmerz, und deshalb hatte ich auch eine große Sehnsucht, wieder nach Hause zu gehen, obwohl ich hätte mich nie selber umgebracht, das hätte ich nicht gemacht, weil dafür ehre ich das Leben zu fest, und ich habe ja auch wie erlebt, dass es wie etwas Höheres gibt, also dass es noch eine andere Dimension gibt und wie eine Kraft, die nicht von mir kommt, also die mir gegeben wird, oder die halt etwas Größeres bestimmt, so habe ich das wahrgenommen, und deshalb hätte ich mich nicht selber umgebracht. Also, aber ich habe dann halt einfach auch den Lebensmut verloren. Ich war stark depressiv und habe dann auch angefangen,
nachzudenken und zu beten und habe gedacht, ja, wenn es wirklich so was wie einen Gott gibt, habe dann auch mit dem gesprochen, habe gesagt, wenn mein Leben noch einen Sinn hat, dann bitte zeig mir diesen Sinn, weil ich kann nicht mehr, ich habe alles versucht, ich hatte keine Kraft mehr und ich wusste nicht mehr weiter. Und es war beeindruckend, zwei Wochen nachdem ich dieses Gebet eigentlich gesprochen hatte, haben mich drei Leute auf Yoga angesprochen. Und ich wusste auch nicht, was das ist und ging dann mal googeln und habe dann gelesen, dass das buddhistischen und hinduistischen Hintergrund hat. Und ich hatte in meiner Kindheit auch ziemlich schlechte Erfahrungen mit Religion gemacht und bin deshalb dann aus meiner damaligen Religion ausgetreten. Und deshalb, als ich das gelesen habe, habe ich zuerst gedacht, oh nein, das hat mit Religion zu tun, das will ich nicht machen. Ich wusste aber damals noch nicht, dass das einfach der Ursprung dieser Tradition war und dass das eigentlich nichts mit Religion zu tun hat. Also ich sage jetzt mal, es hat was mit Religion zu tun im Sinne vom Ursprung der Religion, Religio, wieder zu sich zurückkommen. Religion, aber nicht Konfession. Genau, Religion, aber nicht Konfession. Das Zeichen an und für sich war aber so stark, dass ich über das hinweg gesehen habe und gesagt habe, es ist das Letzte, was ich jetzt noch probieren werde. Und zufälligerweise war meine Nachbarin, eine Yogalehrerin, das habe ich, als ich mal zufälligerweise durch das Fenster, weil ich habe damals in einer Altstadt gelebt und die Häuser waren ziemlich nahe aneinander gebaut und ich habe zufälligerweise mal aus dem Fenster, weil ich gehe sonst nicht ans Fenster und starre zum Nachbarn. Aber da ist das irgendwie, es war regnerisch und ich habe da rüber geschaut, weil ich war irgendwie traurig. Und dann sah ich eben, wie die ihre Übungen machte und ich dachte, die war schon ziemlich alt, also im Pensionsalter und die konnte sich bewegen. Und ich habe, das war so schön anzuschauen. Und ich habe mir dann gedacht, diese Frau, die ist so anmutig und die hat was aus ihrem Leben oder aus ihrem Körper, aus ihrem Wesen gemacht. Und ich war dagegen ein Krüppel mit dem, was mir geschehen ist. Also so habe ich mich bezeichnet. Und ja, das hat mich dann so beeindruckt und auch berührt innerlich, dass ich zu ihr gegangen bin und gefragt habe und gesagt habe, ja, ob sie irgendetwas mit mir machen kann. Und ich war körperlich eigentlich eben so schlecht und auch, ich hatte auch fast kein Gewicht. Ich war 42 Kilo, weil ich auch eben fast nichts essen konnte und das Essen auch nicht vertragen habe. Und sie hat dann gesagt, ja, wir können einfach mit Atemübungen beginnen. Weil in eine Gruppe konnte ich nicht, für das war ich zu schwach. Und ich habe dann etwa ein halbes Jahr mit ihr in Privatlektionen Atemübungen gemacht. Und da hat sich natürlich eben das Zwerchfell schon gestärkt und ich hatte viel mehr Energie. Und dann ging es eigentlich rasant bergauf. Also nach diesem halben Jahr konnte ich mit Körperübungen anfangen und da wurde mein gesamter Körper stärker. Und etwa nach einem Jahr hatte ich wieder die Lebensqualität zurück, die ich vorher hatte. Und das war für mich das größte Geschenk, das ich erhalten konnte. Und da waren mir dann alle Türen wieder offen und ich hatte wie ein neues Leben und konnte mir dann eigentlich überlegen, ja, was möchte ich jetzt weiter aus meinem Leben machen. Wie ging es für Sie dann auf Ihrem Yoga-Weg weiter, nachdem die Türen wieder offen standen? Also, ich wollte schon seit Kind immer nach Australien gehen. Meine Eltern hatten aber absolut keinen Bezug zu Australien. Aber das war immer sehr stark da in mir, weil ich habe auch die Palmen gezeichnet, Koalas und die Kängurus gezeichnet und ich habe immer ganz genau gesagt, ich will mal dahin. Und meine Eltern haben gesagt, ja, du kannst mal gehen, wenn du selber
Geld hast und dir das finanzieren kannst. Und das war ein Traum oder wie eine Kraft, die immer in mir lebte, dahin zu gehen. Und in diesem Moment, weil ich halt auch erlebt hatte, eben wie kurz das Leben sein kann und auf was es drauf ankommt, wollte ich einfach nach Australien gehen. Und da habe ich in der Schweiz alles verkauft. Und ich habe ein Einjahresvisum erhalten. Das war ein Working Holiday Visa. Und ich konnte, das erlaubte mir einfach ein bisschen zu arbeiten und auch das Studium zu finanzieren. Und ich bin dann in eine Yogaschule, habe ich mich angemeldet und habe da die Ausbildung gemacht. Und eigentlich von diesem Tag an, als ich meinem, ich sage jetzt mal Traum folgte oder meiner inneren Stimme folgte, zu leben oder das zu machen, was ich sage jetzt mal meine Seele gerne möchte, von diesem Tag an war ich wahnsinnig begleitet. Ich habe alles alleine gemacht, also ich war immer auch alleine unterwegs, weil eben ich jetzt auch niemanden hatte, der mich da begleitet hätte, weil es auch mein Wunsch war und ich wusste ja auch noch nicht genau, wohin sich dieser Wunsch oder diese Reise entwickeln wird, aber ich bin einfach dieser inneren Stimme gefolgt und bin einfach alleine dahin gegangen in diese Schule. Und schlussendlich hat es dazu geführt, eben, dass ich diesen Beruf erlernt habe. Zuerst Yoga-Lehrerin. Ich durfte dann eine Zeit lang bei meinen Lehrern wohnen, da auf diesem Anwesen. Und die sind dann auch pensioniert geworden. Die sind dann nach Thailand ausgewandert und haben mich gefragt, auch als mein Visum zu Ende war, ob ich gerne mitgehen möchte, und ich bin dann auch mitgegangen, weil das hat für mich im Moment gestimmt. Und da in Thailand habe ich dann eine europäische Ärztin kennengelernt, die da ein Healing Center hat für Yoga-Therapie, und die hat internationale anerkannte Yoga-Therapie-Ausbildungen angeboten. Das war damals ein Pilotprojekt, und als ich von dem gelesen habe, von diesem Pilotprojekt, war ich wahnsinnig interessiert und ging dann zu dieser Ärztin und habe sie gefragt, ob ich mitmachen darf, und konnte dann eben da die Ausbildung als Yoga-Therapeutin auch beenden und habe dann auch bei ihr im Healing Center noch ein Praktikum gemacht. Und später kam es halt, hatte ich einen Unfall da, also mir hat das wahnsinnig gefallen dort. Ich wäre auch dort noch gerne geblieben, aber es hat mich ein kleiner Junge mit seinem Motorrad angefahren von hinten, und dann bin ich die haben das gemessen, etwa 12 Meter gespickt mit meinem Motorrad und habe mir die Schulter gebrochen. Also es war ein Trümmerbruch, und ich wollte da eigentlich eben in Thailand bleiben, aber man sagte mir auch von meiner Versicherung her, dass ich zurück in die Schweiz kommen muss für die Operation, weil die eben ziemlich kompliziert war. Und dann bin ich eben zurück in die Schweiz geholt worden oder geflogen und in Zürich operiert worden für die Schulter. Und ja, dann ging halt mein Weg hier weiter. Ich habe mich von diesem, auch von diesem Ereignis sehr gut erholt. Also das hat wieder sehr gut, eben auch dank dem Yoga, sehr gut geheilt. Und bin dann in der Schweiz geblieben, auch der Liebe wegen. Ich habe mich dann neu verliebt und habe hier noch die medizinischen Grundlagen gemacht. In dieser Zeit, wo ich eben physisch nicht arbeiten konnte, habe ich weiter studiert, damit ich dann auch mit den Krankenkassen zusammenarbeiten kann. Und so eben mein Leben war dann wie begleitet und hat sich so wie von selbst eigentlich dann entwickelt. Also ich musste mir dann auch keine Gedanken mehr machen. Und das war eigentlich ein Riesengeschenk. Ja. Sie haben in Ihrer
persönlichen Geschichte die Möglichkeiten der Schulmedizin erlebt, auch die Grenzen. Sie selbst haben zum Begriff der Heilung ja einen anderen Zugang bekommen, auch durch alternative Methoden. Welche Gedanken sind Ihnen im Hinblick auf Heilung besonders wichtig geworden? Genau, ich habe die Schulmedizin erlebt, habe, wie gesagt, viele Therapieformen ausprobiert und ich habe einfach gemerkt, dass nichts wirklich geholfen hat. Und ich habe auch gemerkt, dass, also was dann halt bei mir geholfen hat, und das war halt, waren halt ganzheitlichere Aspekte, wo, ich sage mal, man nicht nur analysiert, sondern ich finde auch, ich habe mich weiterentwickelt, gerade auch, weil ich meine Krankengeschichte involviert hatte in die Heilung und natürlich meine Seele. Also ich habe auch sehr stark gespürt, was möchte ich. Ja, und ich bin dann meiner inneren Stimme gefolgt und ich denke, dass Heilung auch immer einen spirituellen Aspekt hat. Das ist ja das, was ich eigentlich an meinem eigenen Körper erlebt hatte. Und ich fand es dann auch ein bisschen traurig, dass es nicht mehr, also jetzt einfach, das war in meinem Umfeld, ich kann nicht sagen, ob das generell so ist, aber in meinem Umfeld hat es nicht viele Möglichkeiten jetzt so alternativ. Und das hat mich dann auch angespornt, diese Methoden auch zu lernen, weil ich überzeugt war, dass das mich und eben vielleicht andere halt auch weiterbringen könnte. Was würden Sie sagen, sind die wichtigsten, nachhaltigsten seelischen Veränderungen, die durch Ihre Nahtoderfahrung ausgelöst wurden? Welche Themen wurden wichtig? Ja, das ist eigentlich Bewusstwerdung und Bewusstseinsentwicklung habe ich jetzt als wichtigsten Punkt empfunden. Ein Zitat von Ihnen lautet: Ich verspüre stark den Wunsch, das Leid der Menschen zu lindern. Ist das auch durch die Nahtoderfahrung so gekommen oder war dieses Helfenwollen schon immer in Ihnen angelegt? Ich denke, seit der Nahtoderfahrung, weil ich mich selbst mit so viel Schmerzen halt einfach auseinandersetzen musste. Und ich wollte ja gesund werden, aber ich habe halt gemerkt, dass es irgendwie nicht funktioniert hat, lange nicht funktioniert hat auf diesem schulmedizinischen Weg, bis ich halt auch einfach an einem Punkt war, als ich nicht mehr weiter wusste. Und dann, das war so wie ein Dammbruch, dieses Gebet dann, und dann ging eigentlich mir eine ganze andere Welt auf, und dann kamen auch Menschen in mein Leben, die mir auch die Richtungen wie gezeigt haben. Es öffnete sich einfach alles sehr schön. Wie spielt sich heute Ihr therapeutischer Alltag ab? Welche Menschen kommen zu Ihnen? Also ich begleite Menschen auf ihrem Weg. Das kann jetzt sein, eben, dass sie einfach, sie müssen nicht körperliche Beschwerden haben, aber sie kommen vielleicht in den Yoga-Unterricht und lernen sich selbst besser kennen oder immer wieder einen Schritt näher zu sich selbst zu kommen, sich zu spüren. Ich begleite aber auch eben Menschen, die Beschwerden haben auf ihrem Weg. Und wie gesagt, für mich ist das ein Weg der Bewusstwerdung. Ich denke, auch jedes Leiden, das wir haben, macht uns auf etwas aufmerksam und macht uns mit dem Weg, mit dem wir gehen müssen oder dürfen, halt auch immer bewusster. Sie sprechen auch davon, dass es besonders wichtig sein kann, mit Menschen in Resonanz zu treten, zu spüren, was für sie wichtig und richtig ist. Wie funktioniert das konkret? Hängt diese Sensibilität, diese Fähigkeit, in Resonanz zu treten, auch mit der Nahtoderfahrung zusammen? Ja, also wie gesagt, dieses Gefühl, andere Menschen zu spüren, das ist seither nicht mehr weggegangen. Und
wie Sie schon gesagt haben, schön mit der Resonanz, dass, ich kann mehr oder weniger in Resonanz gehen, wenn ich jetzt in Resonanz gehen will, möchte, also, dann kann das sehr intensiv sein mit der Wahrnehmung. Aber ich kann auch mich jetzt nicht darauf konzentrieren, dann nehme ich es weniger wahr, oder? Das ist schon so. Aber das hilft natürlich auch bei meiner Arbeit, ja. Und können Sie immer gut unterscheiden, ob ein Gefühl, das Sie spüren, von dem Menschen Ihnen gegenüber stammt oder vielleicht aus Ihnen selbst kommt? Ich kann das unterscheiden, welches meine Gefühle sind und welches die Gefühle vom Gegenüber sind, da ich damit habe ich gelernt, mit 19 konnte ich das noch nicht. Das musste ich auch selbst lernen, damit umzugehen. Aber mit der Zeit, jetzt bin ich 38, habe ich das gelernt. Und das kann ich jetzt sehr gut unterscheiden, weil ich mittlerweile auch gut bei mir bin. Also wenn ich bei mir bin, dann kann ich sehr gut unterscheiden, was meine Gefühle und was jetzt die Gefühle des Gegenübers sind. Auf Ihrer Homepage ist zu lesen, dass Sie sich schon als Kind stark der Natur verbunden gefühlt haben. Sie haben dann ja auch eine Ausbildung als Floristin gemacht, wie Sie erzählt haben. Heute arbeiten Sie in vielfältiger Hinsicht mit Lebensenergien. Sie sind also durch Ihre Nahtoderfahrung und durch den nachfolgenden Weg dem Leben näher gekommen. Betrachten Sie diese ganze Entwicklung rückblickend als einen langen Weg, wo ein Schritt zum anderen geführt hat? Fühlen Sie sich geführt? Führung klingt für mich ein bisschen beeinflusst. Ich würde mal sagen, ich war begleitet. Ich habe immer gemerkt, bei ganz vielen Situationen, dass ich auch beschützt war, weil ich habe auch sehr viele Gefahrensituationen erlebt, wo ich auf merkwürdige Weise einfach wirklich beschützt davongekommen bin. Und diese Kraft habe ich sehr stark gespürt, einfach, dass ich begleitet war, sei es jetzt in Form von einem Schutz oder in Form von Möglichkeiten, die mir aufgezeigt worden sind, also die Wege. Und ja, ich sehe das Leben eigentlich als eine Entwicklungsmöglichkeit, als ein Weg zu Bewusstwerdung. Ja. Können Sie sich auch eine vorgeburtliche Existenz der Seele vorstellen und dass die Verbindung der Seele zu einem physischen Körper eben nicht nur einmal stattfindet, dass es die Reinkarnation gibt? Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich habe es jetzt aber nicht im Lebensfilm erlebt. Aber was ich erlebt habe, war zum Beispiel, warum ich diesen starken Drang hatte, nach Australien zu gehen. Ich habe da gemerkt, dass ich schon einmal da war. Ich habe auch Leute getroffen, die ich früher gekannt habe. Und deshalb war das für mich auch eine starke Bestätigung, dass es Reinkarnation gibt. Und da hatte ich auch viele Erlebnisse, die mir das bestätigt haben. Zusammenfassend also, es geht im Leben, im großen Sein des Menschen um einen Weg der Bewusstseinsentwicklung und der Tod ist nur ein Übergang und jedenfalls etwas, vor dem man nicht Angst haben muss. Genau, also ich persönlich habe erlebt, dass es nur ein Übergangsprozess ist, dass es ein sehr schöner Übergangsprozess ist. Für mich war es ein Nachhausekommen. Frau Fazi, alles Gute für Ihre Projekte, für Ihre therapeutische Arbeit und herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank auch.